Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eoland 2. Im letzten Part haben wir ja hier so ein bisschen versucht, mit den Minenkarren voranzukommen. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Okay. Das sieht nicht ganz toll aus. Da hatte ich Glück. Nein. Ah, verdammt. Na, zum Glück helfen die uns ein bisschen, die Gegner. Oder wir töten uns selbst. Ist auch eine Möglichkeit. Und wir haben fehlende Schiene gefunden. Na, zum Glück wissen wir ja, dass wir da weiter müssen, wo die Schienen fehlen. Zwei Schienen fehlen noch. Heißt einmal hier mitfahren und einmal da drüben mitfahren. Verdammt, das könnte tödlich enden. Ja, das könnte tödlich enden, wie gesagt. Darf man nur auf einem bestimmten Platz stehen. Und ein weiteres fehlendes Schienenstück. So, dann fehlt eh nur noch eins. Sollte weiterkommen. Sprechpunkt. Ich weiß ja nicht, ob das toll ist, wenn hier überall Maulwürfe sind. Allerdings geben die sehr viel Erfahrung. Aber wir sind Level Up. Okay, wir müssen sie alle besiegen. Zum Glück machen unsere Freunde auch ein bisschen Schaden. Da wir ja gerade nur die Bomben zur Verfügung haben und kein Schwert mehr. So, heißt, wir kommen jetzt weiter. Einmal, zweimal. Können wir hier nochmal speichern. Und weiterfahren. Okay, da ist noch eine Kiste gewesen. Jetzt auch noch eine Kiste. Mit Superbomben. Und da haben wir ein bisschen TNT. Okay, ich verstehe.
Macht es allerdings nicht einfacher. Obwohl, es macht es einfacher, die ganzen Steine hier zu zerstören. Schauen. Ja, wir kommen auf jeden Fall relativ schnell voran hier. So, neues Schienenteil. Und dann können wir, glaube ich, schon weiterfahren. Obwohl, wir müssen den Hebel noch finden. Wir müssen ja die Schienen zurechtlegen. Oder auch nicht. Scheinbar haben wir den Hebel schon gefunden. Zuerst mal das Dynamit wegsprengen. Dann hier die Gänge mal freisprengen. Ah, ich wollte gerade sagen, das hält die Explosion nicht ab. Zum Schienenwagen hält die Explosion allerdings schon ab. Ja. Macht es auf jeden Fall einfacher, mehrere Objekte auf einmal zu zerstören. Allerdings ist es ein bisschen unkontrollierter. Ach, ihr seid wohl hierher gefolgt. Ihr seid mir hierher gefolgt. Was hofft ihr denn damit zu erreichen? Und was genau habt ihr vor? Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Einer dieser dummen Bösewichte, die in einem Monolog ihren ganzen Plan an die Helden verrat? Aber ihr habt überhaupt keinen Plan, stimmt's? Natürlich haben wir einen Plan. Nicht, dass ich euch davon erzählen würde. So etwas kitzelt der Held immer genau aus dem Bösewicht heraus, um ihren Plan zu vereiteln. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, Soul, aber ich glaube, sie blufft. Sie haben eigentlich gar keinen Plan. Das glaube ich auch. Ich sage euch, wir haben einen Plan. Na schön, ich verrate ein klitzekleines Teil davon. Einen klitzekleinen Teil davon. Wir sind ganz Ohr. Überzeugt uns besser, sonst glauben wir noch, dass dies gar keinen richtigen Plan ist. Ich werde mein Bestes tun. Naja, wir haben vor, Magieenergie zu sammeln. Genug, um einen Professor Giro, in Professor Giros Labor einzubrechen. Der Professor Giro, der lebt, als der Kaiser noch über das Land herrschte. Die geheimen Pläne der Magie über die Konstruktion einer Waffe unschätzbar Macht wieder entdeckt haben soll. Ihr wisst jetzt schon zu viel. Viel zu viel. Ich sag kein Wort mehr. Und ich glaube, ich sollte euch auch zum Schweigen bringen. Scheinbar haben
Sie tatsächlich einen Plan. Und er hört sich gar nicht gut an. Tja, stimmt. Aber nicht noch so ein komischer Kampf. Der gegen ihre Schwester war schon so nervig. Aber diesmal können wir uns auch noch selbst töten dabei. Hey, das sind meine Bomben. Ich hab mich schon gefragt, wo ich sie nur gelassen habe. Gebt sie zurück. Nee, eigentlich nicht. Aber okay. Sie haben wahrscheinlich sowieso keine Ahnung, oder? Weil, wie töricht ihr doch seid. Ja, eigentlich ist es für uns jetzt einfacher. Wir können uns jetzt nämlich nicht mehr selbst verletzen. Allerdings haben wir noch immer keine richtige Chance gegen sie. Ja. Okay, versuchen wir es doch mal. Glück haben wir hier einen Speicherpunkt gehabt. Direkt vor dem Kampf. So, naja. Fang schon an mit dem Kampf. Nee. Ich glaube, ihr habt eine Wahl. Ja, wie gesagt, war eigentlich klar, dass wir keine Wahl haben. Zum Glück kann sie sich auch damit selbst schaden. Komm schon. Verdammter Kampf. Das wird wieder ein sehr schwieriger Kampf. Gerade wenn wir die Bomben falsch platzieren und uns selbst töten dabei. Naja, wir kennen den Text schon. Uns jetzt auf einmal treffen. Okay, da nimm die Bomben. Okay. Wir müssen auf ein paar Sachen aufpassen. Erstens, wir dürfen nicht geschlagen werden. Zweitens, wir dürfen nicht in die Bomben laufen. Und drittens, wir dürfen sie nicht berühren. Es ist ziemlich ein beschissener Kampf.
Oh, komm schon. Endlich. Ihr seid wirklich stark. Jetzt verstehe ich, wie ihr Jerry besiegen konntet. Und ich verstehe auch, wie ihr letzter Wunsch war, als sie starb. Ihr letzter Wunsch? Ihre letzten Worte. Jerry wollte verhindern, dass euer Boss die große Katastrophe auslöst. Ja. Wir hatten ihn von Anfang an aufhalten sollen. Dieses Chaos verhindern sollen. Diesen Rachefeldzug einhalten sollen. Denn nur ein Teufelskreis der Gewalt fortsetzen würde. Aber wir sind schon. Wir sind schon, das zu entscheiden. Wer sind wir schon, das zu entscheiden? Es ist unsere Pflicht, ihm zu gehorchen. Ich glaube nicht, niemand sollte blinde Befehle folgen müssen. Wir alle haben einen freien Willen. Warum sollte die jemand anderen die Entscheidung überlassen? Das ist nicht das, was mir gelehrt wurde. Wäre ich stärker gewesen, hätte ich womöglich, aber ihr seid stark genug, ihn aufzuhalten. Versprecht mir nur, ihm nicht weh zu tun. Er hat über die Jahre so viele leiden müssen. Wir werden ihn aufhalten, mit eurer Hilfe. Zu spät. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Alle Mann halt. Ja, nicht schon wieder die drei. Hey, wo sind sie hin? Hinter uns! Noch ein Hinterhalt! Dieses Mal kommen sie nicht davon. Wir werden sie schon schnappen, denn wir sind die kaiserliche Sondertruppe. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Nun, wenn man es genau nimmt, umzingeln wir sie nicht wirklich. Wenn sie wollen, können sie einfach nach rechts ausbüchsen. Bringt sie nicht auf die dumme Gedanken. Ruhe! Das Protokoll verlangt, dass wir bei einer Verhaftung die Gauner davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie umzingelt sind. Wie ich bereits sagte. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Irre ich mich, oder haben sie sich etwa gerade bewegt? Es sieht fast so aus, aber sicher bin ich nicht. Aber Boss, habt ihr nicht gesagt, alle Mann sollen Halt machen? Boss, sie sind weg. Wie ist das möglich? Er hat sie kaum aus den Augen gelassen. Los, ihnen nach! Sie haben eine wichtige Mission. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie aufhaltet. Plum! Er hat sich für uns geopfert. Das war sehr tapfer von ihr. Halten wir jetzt diesen Kerl auf. Auf zu Professor Giros Labor. Ich wollte schon immer wissen, ob es einen Weg hinein gibt. Tja, wisst ihr zum Glück, wo das Labor sich befindet. Allerdings werde ich den Part an dieser Stelle noch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir wissen, ob es gefallen hat. Wenn nichts mehr soll, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Evoland 2 wieder. Ciao.